Ich möchte auch meinerseits alle ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Wir lesen gemeinsam aus Psalm 89, die Verse 15 bis 17. Psalm 89, die Verse 15 bis 17. Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Grundfeste. Gnade und Treue gehen vor deinem Angesicht her. Glücklich ist das Volk, das den Jubelruf kennt. Herr, im Licht deines Angesichts wandeln sie. In deinem Namen freuen sie sich täglich und durch deine Gerechtigkeit werden sie erhöht. Hier sehen wir Gott auf seinem gewaltigen Thron. Er herrscht über allem. Er ist ein Herrscher, der über alles seine Herrschaft ausüben darf. Warum darf denn Gott Herrschaft wahrnehmen über die ganze Schöpfung? Er kann deshalb Herrschaft wahrnehmen über die ganze Schöpfung, weil er der Schöpfer ist. Er hat alles ins Dasein gerufen. Er ist nicht nur der Herr über die ganze Schöpfung, sondern er ist auch der Herr über jedes einzelne Leben. Denn er hat alle einzelnen Menschen ins Dasein gerufen. Er ist mein Schöpfer. Er hat mich gemacht. Und deshalb ist er auch der Herr meines Lebens. Nun, dieser Herrscher, der auf diesem Thron sitzt, dieser allmächtige, gewaltige Gott, ist nicht ein willkürlicher Herrscher, sondern es steht hier geschrieben, dass Gerechtigkeit und Recht die Grundlage seiner Herrschaft sind. Also Gott ist ein gerechter Herr und alles, was er macht, ist Recht. Es ist also so, dass Gott durch seine Herrschaft nie an einem Menschen schuldig wird. Er führt mich immer den rechten Weg. Gott macht in meinem Leben keine Fehler. Und deshalb ist es so, dass Gott uns so geführt hat bis heute, dass es immer richtig war. Gott hat für euch die Familie ausgewählt, in der ihr geboren wurdet. Also ich zum Beispiel konnte nichts sagen dazu. Ihr übrigens auch nicht. Er hat eure Eltern gewählt. Er hat euch in eine Familie hineingestellt. Er hat die Geschwister an eure Seite gestellt. Von denen hatte ich ja 6. Konnte keines auswählen. Waren alle schon da. Gott hat mich in die richtige Familie gestellt. Und ich habe schon gemerkt, wie viele Menschen stöhnen über ihre Kindheit. Gott machte keinen Fehler. Er hat meine Person gesehen. Er hat mich richtig geführt. Ich ging in die richtigen Schulen, hatte die richtigen Lehrer. Übrigens, als ich in Neueneck zur Schule ging, waren die Lehrer schon dort, als ich kam. Also, und er hat mich wunderbar geführt. Und er hat mich nachher später zusammengeführt mit einem Ehepartner. Gott wacht über diesen Dingen. Und er hat mich durchs Leben geführt. Gott wurde nie an meinem Leben schuldig. Gott ist ein gerechter Gott. Gott ist ein heiliger Gott. Alles, was er macht, ist Recht. Und ich meine, dass wir uns das wieder viel mehr ins Bewusstsein rufen sollten, dass Gott in meinem Leben nie einen Fehler gemacht hat. Dass Gott sich im Himmel nie bei mir entschuldigen muss. Dass seine Wege heilige, rechte Wege waren. Aber nun, weil Gott so gerecht und heilig ist und wir Menschen Sünder sind, haben wir genau zu diesem gerechten und heiligen Gott keinen Zugang. Weil wir als Sünder Gott ständig beleidigen. Mit ungerechtem Verhalten und Gott in seiner Gerechtigkeit hat ein Nein zu aller Ungerechtigkeit. Und er muss sogar eine jede Ungerechtigkeit bestrafen. Was nützt es mir also zu wissen, Gott ist gerecht, Gott ist heilig, wenn ich keinen Zugang zu ihm haben kann? Und jetzt steht hier etwas Wunderschönes. Also man kann gar nicht genug danken. Es steht hier nicht, und weil Gott so gerecht ist, müht euch ab, liebe Menschen. Und kämpft darum, dass ihr irgendwo in Gunst gerät bei ihm. Überhaupt nichts von dem. Es steht hier, Gnade und Treue gehen von ihm aus.
Von diesem gerechten, heiligen Gott geht Gnade und Treue aus. Was wollten wir Menschen, wenn von diesem Gott nur Gerechtigkeit ausgehen würde? Wir könnten zitternd in die Ewigkeit gehen und sagen, wir schaffen es nicht, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Aber dieser Gott begegnet uns Menschen mit Gnade und Treue. Im Volk Israel sah das so aus, dass Gott es geschenkt hat, dass das Opfer eingesetzt wurde. Zuerst wurden die Opfer in der Stiftshütte dargebracht, später im Tempel. Und wenn ein Mensch gesündigt hatte, konnte er ein Opfer darbringen. Und durch dieses Opfer empfing er Vergebung seiner Sünden. Das ist Gnade. Dass Gott bereit ist, uns die Sünden zu vergeben. Und diese Gnade, die von Gott ausgeht, gipfelte darin, dass er seinen Sohn Jesus Christus als das eigentliche Opfer, als das eigentliche Opferlamm in diese Welt gesandt hat. Und Jesus, das eigentliche Opferlamm Gottes, war bereit, nachdem er ein sündloses Leben gelebt hatte, die Sünden aller Menschen, aller Zeiten auf sich zu nehmen. Wir wissen ja, wie das bei der Opferung geschah. Der Sünder musste nämlich dem Opfertier seine Hände auflegen. Und dann stand der Priester daneben und dann musste er hörbar für den Priester seine Sünden aussprechen und die auf das Opferlamm legen. Und dann wurde dieses Opferlamm, dann wurde ihm ein Messer in die Hand gedrückt, dem Sünder, und dann musste er selber das Lamm, die Schlagader aufschneiden. Und dann musste dieses Lamm an seiner Stelle sterben. Und Gott hat seinem Sohn die Sünden aller Menschen aller Zeiten auferlegt. Weil Gott allwissend ist, kommt er das. Und Jesus war bereit, an meiner Stelle zu sterben, denn Sünde fordert immer den Tod. Jesus, Gott hat nämlich gesagt, an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und weil Jesus die Sünden aller Menschen auf sich nahm, musste er die Strafe für diese Sünden und den Tod auf sich nehmen und starb dort für uns am Kreuz von Golgatha. Und Gottvater hat diesen Jesus auferweckt. Und jetzt kommt die Gnade Gottes uns entgegen und Gott sagt in seiner Gnade, du, ich vergebe dir deine Sünden. Also ich finde das phänomenal, was ich jetzt sage. Dass Gott nicht sagt, jetzt bitte, jetzt mach endlich ein besseres Leben. Nimm dich endlich zusammen. Was ist los mit dir? Nicht. Gott sagt, ich vergebe dir deine Sünden. Und ich schenke dir ein neues Leben. Ein Leben, das mir wohlgefällig ist, wenn du diese beiden Geschenke annimmst. Eigentlich sollten wir Menschen jubelnd diese Geschenke annehmen. Und Jesus unsere Sünden bringen und er vergibt sie uns. Und dann dürfen wir sagen, Herr, du auferstandener Christus, kehre du bei mir ein. Und wenn Jesus in mein Leben eintritt, schenkt er mir seine Gerechtigkeit. Stell dir mal vor, ich bin so gerecht, wie Jesus gerecht war, weil mir Jesus seine Gerechtigkeit geschenkt hat. Nicht ich habe gerecht gelebt, sondern er hat mir seine Gerechtigkeit geschenkt. Und jetzt, weil ich Vergebung der Sünden habe, alle Sünden sind, alle Ungerechtigkeit ist weg und Jesus, der Gerechte, wohnt in mir, kann ich mit diesem gerechten Gott Gemeinschaft haben. Das ist das Ziel von Gott, dass wir Menschen mit ihm Gemeinschaft haben können. Deshalb geht Gnade und Treue von seinem Angesicht aus, damit ich mit diesem heiligen Gott, der keinen Fehler macht in meinem Leben, damit ich mit ihm Gemeinschaft haben kann. Und ich möchte Sie, liebe Anwesende, fragen, haben Sie mit Gott Gemeinschaft? Können Sie bezeugen, ich habe mit diesem heiligen und gerechten Gott Gemeinschaft? Nicht aufgrund meiner Selbstanstrengungen, sondern weil Gnade mir geschenkt wurde, weil Gott mir die Sünden vergeben hat, weil Jesus in meinem Leben Wohnung genommen hat. Aber jetzt noch ein Wunsch. Wenn wir schon mit diesem Gott Gemeinschaft haben dürfen, wäre es doch wunderbar, wenn wir diese Gemeinschaft pflegen würden. Dass ich mit diesem Gott reden. Stell dir mal vor, wir dürfen mit diesem gerechten Gott, dem Herrn aller Herren, dürfen wir reden im Gebet.
Und er spricht zu uns durch dieses heilige Wort. Eigentlich sollte es uns jeden Tag ein Bedürfnis sein, im Gebet mit diesem Herrn zu reden und auf sein Wort zu hören und sagen, Herr, ich bin tief bewegt, dass du, der ewige, heilige Gott, mit mir als kleinem Mensch überhaupt sprichst. Wir werden einmal staunend vor diesem Gott stehen, wie wir vorhin gesungen haben. Und dass er bereit war, mit uns Menschen zu reden, in diesem Wort, und erst noch verständlich. Wenn Gott wirklich als Gott mit uns reden würde, wir würden nur Bahnhof verstehen. Aber Gott ist so gnädig, dass er so geredet hat, dass wir nachkommen. Und deshalb wollen wir zu ihm reden im Gebet. Wir wollen sein Wort lesen und sagen, Herr Jesus, danke, dass wir mit dir Gemeinschaft haben dürfen. Wir kommen zum nächsten Vers, Vers 16. Glücklich ist das Volk, das den Jubelruf kennt. Hier sagt der Psalmist, das ist ein glückliches Volk, das diese Gnade Gottes angenommen hat, das jubelnd sagen kann, ich habe Gemeinschaft mit dem heiligen Gott. Das erste Volk, das diese Gnade angenommen hat, ist das Volk Israel. Wenn ich denke zur Zeit Davids, zur Zeit des Königs Salomos, wie sie ihre Opfer dargebracht haben, wie sie jubelnd im Tempel gestanden sind, wie sie Gott angebetet haben, dass sie Zugang haben zu dieser wunderbaren Gnade, zu diesem heiligen Gott durch die Opfer, die er eingesetzt hat. Wir wissen ja, dass Israel leider ihren Messias abgelehnt hat. Und jetzt hat Gott in der Zwischenzeit ein anderes Volk herausgerufen, ohne aber Israel zu verwerfen. Israel ist nicht verworfen. Das habe ich in den Bibelstunden jetzt gründlich genug gezeigt. Und, aber in der Zwischenzeit gibt es ein neutestamentliches Volk. Das sind alle die Menschen, die diese Gnade Gottes angenommen haben. Nämlich in dem Augenblick, als Jesus in mein Leben eintrat, kam der Heilige Geist in mein Leben und fügte mich in die Gemeinde Jesu ein. Und jetzt gehöre ich zum neutestamentlichen Volk Gottes, zur Gemeinde. Und diese Gemeinde bejubelt diesen Christus, der am Kreuz gestorben ist. Bejubelt ihn. Übrigens haben wir das heute Morgen schon gemacht. Das macht man nämlich mit Liedern. Und ich habe so gedacht, dass ich diese Lieder gesungen habe. Ist das schön, dass wir Gott in Liedern die Ehre bringen dürfen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn alle ein bisschen mitsingen. Klar, einige weiß auch nicht genau, wie die singen, aber das macht doch nichts. Entscheidend ist, dass wir singen und dass wir Gott die Ehre geben und dann im Gebet ebenfalls Gott anbeten, ihm alle Ehre geben. Denn er hat dieses Volk, das neutestamentliche Volk, die Gemeinde ermöglicht. Das haben nicht wir gemacht. Und wir wollen ihm alle Ehre geben, ihn bejubeln. Auch in Bibelseminaren wollen wir das machen und ganz besonders in den Gebetsstunden. Da ist weniger das Lied im Vordergrund, mehr das Gebet. Und schön ist, wenn man ab und zu sagt, Herr Jesus, du bist einfach wunderbar. Ich kann das, also manchmal ist es so, wenn ich so bete, muss ich manchmal einfach ganz still sein und sagen, Herr Jesus, mir fehlen einfach die Worte, um zum Ausdruck zu bringen, wie lieb ich dich eigentlich habe. Ich möchte es noch besser sagen. Ich möchte es tiefer sagen, aber mir fehlen einfach die Worte. Ihn bejubeln, ihn groß machen, weil er mir die Sünden vergeben hat, weil er mich gerettet hat, weil er mich in das neutestamentliche Volk, die Gemeinde, hineingestellt hat. Ihm gehört aller Jubel. Schön wäre natürlich, und das ist mein Wunsch, dass dieser Jubel nicht nur dann vorhanden ist, wenn wir als Gemeinde im Gottesdienst, im Bibelseminar oder Gebetsstunde zusammen sind, sondern wenn dieser Jubel auch zu Hause wäre, in meinem persönlichen Leben. Kennt ihr diesen persönlichen Jubel? Jeden Tag, dass ich vor Gott komme, ihn anbete und ihm danke, dass er mein Retter geworden ist. Nicht nur einmal in der Woche, sondern dass wir das jeden Tag machen. Und ich sehe hier so viele liebe Ehepaare. Es wäre doch schön, wenn ihr jeden Tag Minimum zweimal zusammen beten könntet. Also Christine und ich machen wenigstens so. Am Morgen könnt ihr ja euch merken, am Abend. Und dass wir gemeinsam Gott bejubeln.
Ich kann euch sagen, eure Ehe würde vertieft getragen von diesem Herrn. Ich bin manchmal tief traurig, dass Ehepaare nicht zusammen beten. Ich weiß auch nicht, warum. Dieser Jubel gehört in die Ehe. Dass wir den bejubeln, der uns gerettet hat, der uns zusammengeführt hat. Ich muss euch sagen, wenn ihr zusammen betet, ihr werdet nie Liebesverlust haben dem anderen gegenüber. Darf ich es noch einmal sagen? Wenn ihr zusammen betet, ihr werdet nie Liebesverlust haben dem anderen gegenüber. Denn Jesus wird euch immer eine tiefe Liebe schenken zum anderen. Denn Gott hat euch zusammengeführt. Ich habe ja von dem weisen Plan Gottes gesprochen. Ihr seid nicht per Zufall mit dem Ehepartner verheiratet. Gott hat das so geführt. Denn die Ehe wird im Himmel geschlossen. Es steht nämlich in der Heiligen Schrift, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Wenn ich geheiratet habe, habe das Gott zusammengeführt. Und wir wollen das im Gebet vertiefen, dieses Zusammengeführtsein. Bitte helft, dass wir das zusammen vertiefen können. Und jetzt noch ein Wunsch. Schön wäre, wenn ganze Familien zusammen jubeln würden. Wenn das Familiengebet wieder eingeführt würde. Ich kenne Familien, die beten nie zusammen. Ich muss sagen, was ist da los? Es ist doch wunderbar, wenn die Kinder älter werden, dass wir mit den Kindern zusammen beten, als Familie. Das Familiengebet, dass wir jubelnde Familien bekommen. Es steht, man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Dass wir wieder, ich sage, eine Gemeinde hat so viel Kraft, wie wir jubelnde Familien haben. Wie wir betende Familien haben. Ich wünsche mir betende Familien, wo man zumindest doch einmal im Tag als ganze Familie zusammen betet, die Kinder und die Eltern zusammen. Wisst ihr nicht nur, dass wir als Gemeinde zusammen jubeln, zusammen singen, sicher wollen wir das machen, aber der Jubel soll weitergehen in den Alltag hinein, in unsere Ehen hinein, in unsere Familien hinein. Das ist mein Wunsch. Oh Gott, möge das schenken. Und dann steht hier weiter, dass Gott uns mit dem Licht seines Angesichts leitet. Gott ist es, der mich führt in meinem Leben. Und von seinem Angesicht geht einmal das Wort aus. Und dieses Wort, das mich führt und leitet, das steht hier in der Bibel. Es steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wenn ich die Bibel lese, zeigt mir Gott die großen Linien meines Lebens. Er zeigt mir, wo er mich durchführen will. Und dann suche ich das leuchtende Angesicht Gottes im Gebet. Achtet mal, wenn ich bete, bin ich gerade direkt vor dem Thron Gottes. Deshalb schließe ich meistens meine Augen, wenn ich bete. Und denke, und vor mir, ungefähr ein Meter, ich weiß auch noch, oder anderthalb Meter vor mir, ist Jesus. Der Thron Gottes. Und da ist sein leuchtendes Angesicht. Und während ich bete, kann mir Gott die Details meines Lebens zeigen. In der Bibel habe ich die großen Linien. Wisst ihr, eine große Linie, sage ich euch, junge Menschen sollen, wenn sie gläubig sind, nur einen gläubigen Ehepartner heiraten. So steht es in der Bibel. Aber es stand nirgends in der Bibel, Armin Mauerhofer heiratet Christine Job. Das habe ich nirgends gefunden in der Bibel. Aber im Gebet habe ich Führung erlebt, wie Gott mich geführt hat, im Angesicht Gottes. Dass ich sein leuchtendes Angesicht gesucht habe. Also hier haben wir die großen Wegweisungen. Und im Gebet haben wir die persönlichen, tiefen Führungen Gottes, wenn wir sein Angesicht suchen im Gebet. Denn das leuchtende Angesicht Gottes ist über mir. Wunderbar eigentlich. Und Gott ist es, der die ganze Gemeinde führt mit seinem leuchtenden Angesicht. Er zeigt uns, welche Schwerpunkte wir als Gemeinde zu beachten haben, wo er uns durchführen will, was wir im Gesamten aus seiner Sicht für Schwerpunkte zu setzen haben. Und dann führt er auch jedes einzelne von euch. Bin so froh, führt er euch. Er führt euch als Ehepaar. Er führt euch als Familien. Er führt euch. Aber wichtig ist, dass wir auf sein Wort hören.
dass wir sein Angesicht suchen. Jetzt gibt es aber ein Problem. Dann kann mir das leuchtende Angesicht Gottes den Weg nicht mehr zeigen oder die Details, wenn zwischen mir und Jesus eine Mauer entsteht. Und die entsteht dann, wenn ich Sünden in meinem Leben dulde. Wenn Sünden in meinem Leben sind, ist das wie ein Verdunkeln des Angesichts Gottes, das leuchtend über mir steht. Und deshalb wollen wir keine Sünden dulden, sondern alles bereuen. Was können diese Sünden sein? Das ist Unversöhnlichkeit. Wisst ihr, da hat ein Mensch hat mir wehgetan. Hey. Und dem vergebe ich nicht. Also, gute Nacht. Der hat mir so wehgetan. Und jetzt ist das wie eine Mauer zwischen mir und Jesus. Lieblosigkeit. Dass ich einem so richtig mal wüst sage und ihn fertig mache. Und das musste mal gesagt sein. Ich entschuldige mich überhaupt nicht. Das ist wieder so eine Mauer. Oder vielleicht eine geheime Sucht, dass ich immer im Internet da auf bestimmte Seiten gehe. Das ist auch wieder so eine Mauer. Wollen wir doch das Zeugs herabreißen und sagen, Herr Jesus, ich brauche dein leuchtendes Angesicht. Ich brauche, dass du mir den Weg erleuchtest, den ich gehen soll. Bitte zeig ihn mir. Und jetzt kommt eigentlich die schönste Aussage. Auf das wollte ich losgehen eigentlich. Aber ich muss das andere noch zuerst sagen. Da steht, in deinem Namen freuen sie sich täglich. In deinem Namen freuen sie sich täglich. Wisst ihr, wenn wir erlebt haben, wie Gott uns Gnade geschenkt hat, wie er uns eingefügt hat in sein Volk, wie er uns leitet, dann sehen wir eigentlich, wie wunderbar, gnädig und herrlich der ewige, heilige Gott ist. Und wir können uns nicht anders als freuen. Schauen wir einmal die Gründe an, warum wir uns freuen können. Wir können uns freuen darüber, dass Gott mir meine Sünden vergeben hat und mir sie nicht mehr vorhält. Und nicht sagt, Armin, und dann kommt es wieder. Nein, er hat sie mir vergeben. Und er hat mir auch alle Sünden vergeben, die ich als Gläubiger begangen habe, nachdem ich sie in Reue ihm bekannt habe. Ich kann Gott gar nicht genug danken. Dass er nicht sagt, hör mal, du hast mich so wehgetan, jetzt, das hört dann bald auf. Nein, er hat mir alles vergeben. Das Zweite, warum ich mich freuen kann, dieser ewige, heilige und gerechte Gott ist mein Vater. Stell dir mal vor, das ist mein Vater. Und dieser Vater liebt mich. Und bei diesem Vater bin ich geborgen. Und dieser Vater ist mein Schöpfer und der kennt mich und versteht mich bis ins Letzte. Der ewige, gerechte, heilige Gott ist mein Vater, der mich bis ins Letzte versteht. Und ohne sein Wille fällt nicht ein Haar von meinem Kopf. Also ich zähle meine Haare jeweils nicht am Morgen, aber Gott zählt sie. Ohne sein Wille fällt nicht ein Haar von meinem Kopf. So lieb hat mich dieser Vater. Und ich sollte mich daran nicht freuen. Da muss ich mich doch freuen. Und dieser Gott führt mich in meinem Leben. Er hat einen Plan mit meinem Leben. Und er führt mich immer den rechten Weg. Und noch etwas. Gott könnte doch sagen, weißt, es genügt mir, dass du mir Ehre entgegenbringst, dass du betest, dass du mich mit deinem ganzen Leben anbetest. Aber Gott will mich sogar noch brauchen. Wer bin ich, kleiner Mensch, dass der ewige, heilige Gott mich brauchen will. Er will mich brauchen, seine Gemeinde zu bauen. Und ich möchte allen hier in dieser Gemeinde danken, die mithelfen, hier diese Gemeinde zu bauen. Sei es, dass sie mitbeten, jeden Tag für diese Gemeinde. Sei es, dass sie als Älteste mittragen, als Diakone, Diakoninnen, als diakonische Ehepaare, überhaupt im Putzteam mithelfen. Ich kann gar nicht alles aufzählen. Einfach mithelfen, diese Gemeinde zu bauen. Gott will mich brauchen. Und er will mich brauchen, verlorene Menschen zu retten. Markus hat ja darauf hingewiesen, wir haben Evangelisation. Lasst euch brauchen, Menschen zu Jesus zu führen. Er will mich brauchen. Wer bin ich, kleiner Mensch? Gott ist allmächtig und will mich brauchen. Manchmal bewegt mich das derart, bis ins Tiefste hinein, dass Gott mich brauchen will. Und das freut mich bis ins Tiefste hinein. Gott ist ein Gott, der mich liebt. Und diese Freude habe ich aber nur, wenn ich Jesus orientiert lebe.
Wenn ich auf mich schaue, müsste ich sagen, da habe ich versagt, das sollte ein bisschen besser sein und so weiter. Und rede ständig von mir. Wenn ich von Jesus rede, dann rede ich von Freude, von ihm rede ich. Und diese Freude tut eurem Nervensystem gut. Ich möchte das auch mal sagen. Das tut eurem Nervensystem gut. Es ist doch viel flötter, man geht freudig durch den Tag, als so grießgrämig. Das ist also, das tut euch enorm gut. Wenn ihr mit Freude durch den Tag geht, noch einmal, woher kommt die Freude? In der Beziehung zu ihm kommt sie. Und wir freuen uns täglich. Und jetzt noch der letzte Gedanke, der hat mich auch tief bewegt. Steht hier, und durch deine Gerechtigkeit werden sie erhöht. Achtet mal, wir haben in unserem Leben oft große Schwierigkeiten zu tragen. Ich kenne eure Schwierigkeiten nicht, aber ich weiß von vielen, die haben große Schwierigkeiten zu tragen. Und jetzt sagt Gott, in meiner Gerechtigkeit werde ich eines Tages in deinem Leben eingreifen und dich erhöhen und zeigen, wie du das in meiner Kraft getragen hast, diese Situation. Ich werde dich erhöhen. Ich werde das, was du alles getragen hast, werde ich anerkennend sehen und zeigen. Aber noch etwas. Manchmal sind es Menschen, die uns sehr schwer machen, die unser Leben herunterhalten, die unser Leben zusammenstauchen, die unser Leben klein machen, die uns fast in eine Depression hineinjagen. Bitte, Gott wird euch dann erhöhen in einer solchen Situation, wenn ihr den Menschen, die euch das Leben derart schwer macht, ständig vergebt. Habt ihr es gehört? Wenn ihr den Menschen, die euch das Leben derart schwer machen, ständig vergebt, und dann wird Gott in seiner Gerechtigkeit euch erhöhen. Wie er das genau macht, das müsst ihr ihm überlassen. Aber es steht hier geschrieben, ich lese es noch einmal vor, also das ist wahr. Und durch deine Gerechtigkeit werden sie erhöht. Wenn wir unsere Gerechtigkeit suchen, sagen erst, das stimmt nicht, das ist falsch und das muss ich mal, dann muss doch Gerechtigkeit einmal hergestellt werden. Dann wird Gott mich nicht erhöhen. Er wird in seiner Gerechtigkeit mich erhöhen, nicht in meiner. Ich muss seine Gerechtigkeit anerkennen. Er weiß in jeder Situation den Augenblick, wann er mich erhöht. Und es gibt auch Situationen in einer Familie, da der Ehepartner einer Frau immer vorwirft, du bist so stinkfromm und ach, springst die ganze Zeit, was ist los mit dir und so. Und mich ständig herunterhält, Und ich bin traurig und kann nicht verstehen, warum. Und plötzlich kommt der Tag, wo sich diese Person bekehrt, vielleicht der Ehepartner, und mir dankend die Hand reicht und unter Tränen sagt, ich danke dir, dass du das alles durchgestanden hast und mir den Weg zu Jesus gezeigt hast. Gott wird mich erhöhen. Und wenn ein Sohn, der uns vielleicht Herzeleid macht, uns vorwirft, dass wir so fromm sind, plötzlich sich für Jesus entscheidet und mir die Hand reicht oder vielleicht sogar mich umarmt und sagt, danke, dass du mir den Weg gezeigt hast. Ich danke dir ganz herzlich. Dann werden wir erhöht, ich kann euch sagen. Wenn wir weinend oder vielleicht sogar erst auf dem Sterbebett. Ich kenne Leute, die haben erst auf dem Sterbebett erlebt, wie die Mutter plötzlich gesagt hat, und jetzt nehme ich das Heil an. Und dann haben sich die Tochter und die Mutter umarmt am Sterbebett. Und die Tochter wurde erhöht. Wir wollen daran denken, Gott erhöht mich, wenn ich seinen Weg gehe. Wenn ich die Gerechtigkeit, die er kennt, ernst nehme. Aber die eigentliche Erhöhung kommt erst dann, wo wir es gesungen haben, wenn ich ihn sehe von Angesicht zu Angesicht. Und dann wird er mir meinen Lebensweg erklären. Und dann werde ich staunend feststellen, dass alles nur zur Verherrlichung seines Namens dient. Dass Gott eines im Auge hat in meinem Leben, dass durch mein Leben sein Name verherrlicht wird. Und das werde ich staunend vor dem Angesicht Jesu sehen. Und vielleicht werden wir weinend niederfallen und sagen, wieso habe ich im Leben manchmal so komisch getan? Warum habe ich das nicht gesehen?
Warum habe ich immer gemeint, ich werde niedergedrückt und das sei obermühsam? Und letztlich hat alles nur dazu dienen wollen, dass sein Name verherrlicht wird. Möge es Gott es schenken, dass wir es jetzt schon sehen, bevor wir Jesus gerade von Angesicht zu Angesicht sehen, dass wir ein Stück weit uns klar wird. Gott will durch mein Leben seinen Namen verherrlichen. Zusammenfassend haben wir gesehen, Gott ist ein gerechter Gott. Gott führt mich immer richtig. Er macht keinen Fehler. Gott ist ein gnädiger Gott. Er vergibt mir die Sünden. Er schenkt mir ein neues Leben. Und ich darf Gemeinschaft haben mit diesem ewigen, gerechten und heiligen Gott. Und er möchte, dass wir diese Gemeinschaft mit ihm pflegen. Und er fügt mich als gerechter Gott in das neutestamentliche Volk Gottes hinein. Und er möchte, dass ich mich zu diesem Volk halte und mitjuble, wenn er bejubelt wird. Aber schön wäre, wenn der Jubel in den einzelnen Leben, in den einzelnen Ehen, in den einzelnen Familien weitergehen würde. Oh, schön wäre, wenn einige Ehepaare sagen würden, ab heute beten wir jeden Tag zusammen. Jeden Tag. Komm, also machen wir. Dass wir zusammen beten. Dass wir als Familien zusammen beten. Dass der Jubelruf durch unsere ganze Gemeinde geht. Und dann ist es so, haben wir gesehen, da steht geschrieben, in deinem Namen freuen sie sich täglich. Gott will, ist ein Gott der Freude. Wenn wir sehen, was wir alles haben in Jesus, können wir nicht anders als uns freuen. Und er wird uns erhöhen zu seiner Zeit. Viele leben in großen Schwierigkeiten, sind bedrückt. Denk daran, Gott will seinen Namen durch diese Situation verherrlichen. Er will sich groß machen. Und wir wollen warten, bis er uns erhöht. Und den Menschen, die unser Leben beschweren, denen wollen wir vergeben und sie segnen. Dann kann Gott zu seiner Zeit eingreifen. Und die höchste Erhöhung ist, wenn ich ihn sehen werde, von Angesicht zu Angesicht. Amen. Wir singen noch einmal das Lied, das wir vor der Predigt gesungen haben. Da müssen wir unbedingt noch einmal. Dann haben wir es gehört. Und dann kommt das Abendmahl noch.